Ich habe schon wieder Fanpost bekommen. Eine hier, guck mal, eine 100% Schokolade. Mit ganz viel Kakao drin, das ist richtig gut gegen Depressionen oder wie das heißt. Das ist diese richtig kakaohaltig. Das werde ich gleich probieren und fressen. Das habe ich von Rob bekommen. Nee, guck mal, Naturin schon wieder dran. Wir haben den 27. Januar im Jahr 2022 und ich habe beschlossen, dass Herr Urin wieder Fanpost bekommen soll. Und zwar von Rob aus Dortmund. Rozart Moranti, der Piano-Enthusiast und Fitness-Enthusiast. Diesmal ist es aber kein Bier, auch kein Schwarzbier, sondern es ist eine mit 100% Kakao enthaltene, extra bittere Schokolade von Lindt. Das heißt, dass diese Tafel auf 50 Gramm nur 1,2 Gramm Zucker enthält. Ne, prüfen, ob Geschmack dran ist an dieser Schokolade von Lindt und auch bitte prüfen, ob genug Bitter dran ist. Kakao soll ja sehr gesund sein. Ja, das meine ich auch. Das Treffen mit dir als Naturin und mit Nico war sehr lustig. Ich fand, das war ein voll fett Wochenende mit viel Spaß dran. Das fand ich auf jeden Fall auch. Bei Geflatti, konnten wir abends dann über alles Mögliche philosophieren. Die Fantreffen in Buxtehude und Hamburg waren auch ganz lustig. Wir hatten uns im Hamburger Einkaufszentrum Kaffee geholt und mit Milch verfeinert. Haben alles umgerührt und getrunken. Nee, da war aber auch gut Geschmack dran, fand ich. Ich übe weiterhin fleißig Bierpower, damit wir bald in einem Video zusammen die Durchführung des Bierpower starten können. Und jetzt Schokolade fressen Start kommt. Jetzt werde ich erstmal zu gefressen ein paar Nudeln, dazu dann frischen Knoblauch und eine Scheibe Toastbrot. In diesem Sinne wünsche ich dir noch weiterhin viel Spaß beim Fanpost auspacken. Dankeschön. Wir werden uns bald wiedersehen und werden die Bierpower-Durchführung zusammen starten mit ganz viel Bier trinken. Da freue ich mich schon drauf. Liebe Grüße, Rob. Viele Grüße zurück. Genau, das hier, das ist Rob. Da waren wir bei Flatti zu Hause gewesen. Vielen Dank für die Schokolade. Ich werde das jetzt probieren. Guck mal, wie dunkel diese Schokolade aussieht. Ich bin sehr gespannt drauf. Sehr interessant. So als ob da überhaupt gar kein Zucker drin wäre. Ja, für zwischendurch ein kleines Stückchen ist geil auf jeden Fall. Das hat schon was. Das ist richtig bitter. Ohne Süß dran. Vielen Dank für diese interessante Schokolade. Ich habe ja eben gerade ein Stückchen genommen. Und ich merke, dass das so ein bisschen spürbar die Stimmung anhebt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. So, jetzt werden die andere aufgemacht. Das hier ist eine Amazon-Wunschlisten-Paket, glaube ich. Vermute ich mal. Ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Ich glaube, da sind sogar zwei Sachen drin. Jawohl, genau. Dankeschön. Diese, wie heißt das Ding? Die Filmleuchte, die ist mir bei der Lagerfeuer-Suff-Wochenende kaputt gegangen. Und ich habe zwar diese Filmleuchte bereits schon gekauft gehabt, aber eine zweite kann ich auf jeden Fall richtig gut gebrauchen. Diese Filmleuchte kann ich auch mega empfehlen. Die habe ich auch jetzt gerade, die benutze ich auch jetzt gerade. Ist ein geiles Teil. Weil ich denke mal, dass es bestimmt irgendwie diese ein oder andere Anwendungsfall gibt, wo ich zwei Stück benutzen tue. Falls die ich jetzt gerade anhabe, auch nochmal irgendwie kaputt gehen sollte. So, und hier ist etwas Größeres drin. Ich glaube, dass das Ding, was hier drin ist, das ist...
So, ist hier ein Zettel drin? Ich glaube schon. Ah, ich muss das zensieren. ein Geschenk von Jens W. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Gruß aus Einbeck von Jens W. Viele Grüße und vielen Dank für die Amazon-Wunschlisten-Mitbestellung. Und hier noch ein Zettel. Ein Geschenk von Jens W. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Trink mehr Einbecker von Jens W. Vielen Dank für die zwei Pakete. Ich muss das hier noch auspacken. Guck mal. Jens W., du kommst ja aus Einbeck. Ich habe schon Einbecker schon echt lange nicht mehr getrunken. Aber muss ich auf jeden Fall mal wieder machen. Vielleicht mache ich mal irgendwann eines Tages eine Vollfettwanderung nach Einbeck. Muss ich mal gucken. Ich will noch nichts versprechen, aber ich werde es nicht ausschließen. Oh ja, hier guckt mal, diese Dosen hier. Die sind voll cool. Die sind schön leicht und sowas. Und die sollten laut Hersteller zu 100% dicht sein. Also genauso dicht wie mein Kopf manchmal. Und da in diesen Fläschchen, da möchte ich so eine Sachen reinfüllen, wie zum Beispiel Kondensmilch oder Salz oder Pfeffer oder Öl oder sonstiges. Damit ich, wenn ich draußen bin, dass ich da immer wieder alles dabei habe, ohne dass das alles ausläuft. Jetzt weh, ich bedanke mich für deine Pakete. Für die Lampe, die ich mega empfehlen kann, und für die Plastikteile. Dürfte auch eine Amazon-Wunschlisten-Mitbestellung sein. Ein Geschenk von Olli und Moni. Basics, die jeder braucht. Von Olli und Moni. Vielen Dank. Das ist ein anderer Zettel. Und hier ist auch noch ein Zettel. Ein Geschenk von Olli und Moni. Happy, happy, auf höchstem Niveau, von Olli und Moni. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, ich weiß auch, was da hier drin ist. Und das eine ist sehr interessant. Genau, Ersatzbatterien. Weil meine Ersatzbatterien, die sind fast alle gewesen. Deswegen habe ich mir die hier in die Liste mit reingepackt. Vielen Dank für die Ersatzbatterien. Damit ich für ein paar Geräte dauerhaft Strom habe und sowas. Und ach so, mit so einer Batterie, da kann man Feuer machen. Vielleicht gebe ich euch irgendwann mal ein Tutorial davon, wie man das macht. Aber habe ich noch nie probiert. Und dann genau das hier. Das hier, das ist ein sehr interessantes Teil. Das ist ein Grill. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung bekommen habe. Hier ist nichts drin. Genau das hier, das ist ein Gasgrill. Über diesen Grill freue ich mich besonders, aber bevor ich den einmal aufbauen tue, werde ich noch diese zwei letzten Fanpakete öffnen, weil guck mal, wir haben jetzt 9:30 und um 10 haben die Geschäfte zu und ich will nur eine Runde einkaufen. Deswegen öffne ich die hier als erstes und werde dann am Ende des Videos diesen Grill aufbauen. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. Ja, was hier drin ist, weiß ich auch bereits schon. Also was hier voraussichtlich drin sein sollte. Wieso öffne ich das nicht hier? So.
Oh, wie schwer ich mich mit dem Paket jetzt gerade tue. Das mit einer Hand zu öffnen. Ja, genau. Dieses Ding hier, das hat mir Dominik geschickt. Vom Kanal, von YouTube-Kanal Dom Wanderflow. Ihr könnt mal gerne vorbeischauen. Er macht hauptsächlich Wandervideos. Das ist ein Selfie-Stick. Weil mein Selfie-Stick, der ist ja durchbrochen. Auf der, wie heißt das Ding nochmal? Zierstein, großer Zierstein-Biwak. Genau so habe ich das genannt. Und von daher trifft sich das ganz gut. Moment, ich ziehe den mal einmal aus. So, ich habe den Stativ ausgepackt und rausgefahren. Und es ist auf jeden Fall ein leichtes Teil. Ich hatte mit Dominik geschrieben gehabt. Er hat sich einen neuen Stativ geholt und hat mich gefragt gehabt, ob ich den sein altes haben will. Und habe ich dann direkt zugestimmt, weil mein anderer Stativ leider durchgebrochen ist. Aber ich denke, dass ich diesen Stativ nicht für die Actioncam, sondern vielleicht für mein Handy nutzen werde. Weil das Ding hier ist zu fett. Wenn man das hier zusammenklappt und hier, das ist dieser Rohr. Ihr kennt doch diesen Rohr hier, den benutze ich für eine Actioncam. Und der ist leider zu fett. Der passt da nicht so ganz rein. Und genau deswegen werde ich diesen Stativ als Nebenstativ für mein Handy nutzen. Und nicht für meine Actioncam. Für meine Actioncam, da habe ich ein Stativ in die Amazon-Wunschliste reingepackt. Und entweder warte ich bis zum nächsten YouTube-Gehalt ab, dass ich mir den selber besorgen kann. Oder jemand bestellt den mit, also eins von beiden. Vielen Dank an Dominik. Und viele Grüße. Und oh Scheiße, guck mal, wir haben diese Uhrzeit. Ich muss mich beeilen. Aber ich glaube, ich werde das hier nach dem Einkauf aufmachen. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. Also werde ich jetzt sagen, Cut. So, ich bin vom Einkaufen wieder zurückgekommen und jetzt wird dieses letzte Paket hier geöffnet. Ich bin sehr gespannt drauf, was hier drin ist. Hey Andreas, hier ist deine erste Y-Food-Bestellung. Ab jetzt ist bewusste Ernährung für dich ganz einfach. Y-Food-Produkte. Sehr interessant. Jawohl, Y-Food-Produkte. Bananengeschmack. Und ein, wie heißt das Ding? Ein Plastikding zum Geschmack mischen. Genau. Das ist das allererste Paket von Y-Food und ich werde es gleich einmal ausprobieren, um zu prüfen, wie das schmeckt. Und wie gut dieses Pulver hier sättigen tut. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, jetzt ausprobieren. Ich hatte eben gerade gesagt gehabt, dass Y-Food mir das direkt gesendet hat. Also das stimmt, aber die Bestellung hat nicht direkt von Y-Food stattgefunden, sondern Internils hat mir das von Y-Food aus mitbestellt. Und ich bedanke mich für das Y-Food-Pulver inklusive dem Shaker. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das schmeckt. Ja, kann man auf jeden Fall gut trinken. Ich finde, das mit dem Pulver schmeckt sogar besser, also auf jeden Fall besser als das in den direkten Flaschen. Interessant, also es schmeckt auf jeden Fall, wie heißt das Ding? Noch viel frischer, genau. Ist schon ganz gut mit dem Pulver. So, ich werde jetzt einmal den Grill testen.
So, ich habe hier diesen Gasgrill hier aufgebaut. Den kann man auch als Holzhobe benutzen. Und man kann hier drauf auf diesen Sieb Fleisch und sowas drauf grillen. Oder man kann diesen Sieb mit dieses hier austauschen. Dann kann man hier einfach eine Bratpfanne oder so drauf machen. Damit man das auch als zu braten benutzen kann. Oder zum Kochen oder so. Und genau, ich werde das hier jetzt anschließen. Und prüfen, ob ich mich gleich vergasen tue, weil ich mich ja in einem geschlossenen Raum befinde. So, dann ist er. Auf jeden Fall ein richtig geiles Teil. Damit kann ich auf jeden Fall gut was anfangen. Ich werde jetzt gerade nichts drauf grillen, aber auf jeden Fall in einer der nächsten Touren wird das auf jeden Fall mitgenommen. Und dann werde ich da schön hier Grillfleisch und sowas grillen. Unterwegs im Wald oder so. Auf jeden Fall hat man mir damit eine große Freude zubereitet. Nochmals vielen Dank an Olli und Moni für diese schöne Grill. Ich habe Fanpost bekommen. Und ich bin gespannt, was hier in diesen dieser Fanpaket drin ist. Weil das hier ist voll süffig und so weiter. Keine Ahnung, da ist irgendwas ausgelaufen drin. Der sifft hier voll rum.